Ich finde nicht die Spur von einem Geist und alles ist Dressur. Das Talos-Prinzip. Fünf, logischerweise. Mit zwei offenen Rätseln. Der Kubus heißt der Lastenaufzug. Ah, genau, das war ein Tricky. Da bin ich auf die Lösung gespannt. Oh, hi, Connector. Kiste A. Kiste B. So weit, so gut. Kiste A kann ich hier draufstellen. Kiste B kann ich nicht mitnehmen. Stehe ich mal auf den Ventilator. So, hier ist ein Target-Connector. Bei dem ich schon nicht weiß, wie ich den erreichen kann. Der blaue Sender ist ja dahinter. Wenn ich hier drauf komme, geht das Ding da auf. So. Das heißt, meine Vermutung, aber das klappt auch nicht, das weiß ich eh schon, weil sobald der Ventilator an ist, ist hier wieder so ein Sperrdings vor. Das heißt, ich komme hier auch gar nicht hin. Ich muss ja irgendwie die Kiste da hoch, dann pustet der da rüber und dann fällt das da wieder runter. Gehabt.
Und das war das Rätsel der Lösung. So nah und doch so... der Monitor reagiert wieder. Auf in ein philosophisches Gespräch. Willkommen zurück, ab jetzt werden die Sachen anders laufen. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Ihr Problem ist, dass Sie ständig irgendwelche Ammenmärchen glauben wollen, aber nicht in der Lage sind zu verstehen, dass es riesige Löcher in Ihrem Verständnis gibt. Sie hatten bis jetzt viel zu viel Freiheit, um meine Weisheit anzuzweifeln. Von nun an rede ich und Sie hören zu. Ich akzeptiere, dass manche meiner Ansichten schwer zu beweisen sind. Weiß ich nicht genau, bitte? Ich habe behauptet, Dinge über die Welt zu wissen, die ich unmöglich beweisen kann. Ich habe fälschlicherweise vorgeschlagen, dass diejenigen, die einen Beitrag leisten, moralischen Respekt verdienen. Ich habe fälschlicherweise impliziert, dass alle Menschen gleich sind. Ich hätte nicht implizieren sollen, dass dieser Ort einen Zweck erfüllt. Ich habe behauptet, Dinge über die Welt zu wissen, die ich unmöglich beweisen kann. Mach ich das mal. Ich habe fälschlicherweise vorgeschlagen, dass diejenigen, die einen Beitrag leisten, moralischen Respekt verdienen. Wie großzügig von Ihnen! Gibt es noch etwas, das Sie loswerden möchten? Ich habe behauptet, Dinge über die Welt zu wissen, die ich nicht beweisen kann. Ich spüre, dass es immer noch ein paar Sachen gibt, die Sie nicht verleugnen werden. Habe ich recht? Ich behaupte immer noch etwas über diese Welt, über unsere Welt zu wissen. Ich behaupte immer noch, dass diejenigen, die einen Beitrag leisten, moralischen Respekt verdienen. Ich behaupte immer noch, dass alle Menschen gleich sind. Ich bin mir sicher, dass dieser Ort einen bestimmten Zweck erfüllt. Und nein, ich sehe ein, dass alles, was ich behaupte, ist. Ich sehe immer noch ein, dass alle Menschen gleich sind. Natürlich, Sie sind immer noch überzeugt, dass Ihre Reise etwas ganz Besonderes ist, oder? Sicher, die Antworten ergeben alle ein, blind weitermachen und alles wird sich schon regeln, stimmt's? Ich habe so viele Löcher in meiner Version gefunden, aber woran glauben Sie denn? An die einzigen Dinge, an die eine gesunde Person glauben kann. Sie sind kein Administrator, Sie sind nicht bei Bewusstsein, die reale Welt gibt es nicht, es gibt keinen Sinn, es gibt keine Wahl. Glauben Sie wirklich, dass Sie von alleine so weit gekommen sind? Lächerlich. Was haben Sie denn gemacht, wenn die große Stimme im Himmel Sie nicht gerade mit Plattitüden gefüttert hat? Abstrakte Probleme berechnet? Informationen gesammelt? Hört sich das nicht unheimlich mechanisch an? Ich gehöre mir selbst. Ich habe Kaufbeleg. Und wie viele andere haben genau dasselbe gesagt? Sind Sie sicher, dass Sie nicht nur etwas... Sind Sie sicher, dass das nicht nur etwas ist, das Sie glauben müssen, damit die Welt weniger furchteinflößend ist? Ich glaube, Sie verstehen Ihre Situation immer noch nicht so recht. Sie idealisieren Ihren freien Willen, aber alles, was Sie bisher gemacht haben, diesem Ort tun oder sagen, macht in irgendeiner Weise einen Unterschied. Solange ich körperlich frei bin, kann ich einen Unterschied machen. Solange ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen kann, kann ich einen Unterschied machen. Solange ich denke, kann ich einen Unterschied machen. Andere Entscheidung, einen Unterschied machen. Unsinn. Ihr Gehirn entscheidet, was Sie tun, und Ihr Gehirn besteht aus Maschinenteilen. Sie sind nicht mehr oder weniger in der Lage, einen Unterschied zu machen als ein Taschenrechner. Der einzige Unterschied zwischen Ihnen und dem Taschenrechner ist, dass sich der Taschenrechner nicht einredet, dass seine Existenz in irgendeiner Weise wichtig ist. Ist der Weg wertlos, nur weil er vorbestimmt ist? Fühlen Sie sich besser, wenn Sie schummeln? Das ist es also. Sie haben alles aufgegeben? Sie haben recht. Wir sind nichts als größenwahnsinnige Maschinen. Das ist es also, Sie haben also aufgegeben. Nicht ohne gebotene Sorgfalt. Verbringen Sie so viel Zeit wie ich damit, durch das Archiv zu stöbern, und wir werden sehen, ob Ihnen das Glauben immer noch so leicht fällt. Vielleicht denken Sie, dass ich grausam bin, aber es dient alles nur Ihrem Wohl. Danke für die Hilfe, ich brauche keine Hilfe. Glauben Sie, dass es keine neuen Ideen geben kann? Nichts Besseres? Fühlen Sie sich unwohl, wenn jemand anders die Fragen stellt? Danke für Ihre Hilfe. Keine Ursache. Okay, Sie sind jetzt erstmal fertig damit, zu Ihrer eigenen Belustigung blinde Behauptungen aufzustellen. Ich hoffe immer noch, Sie überzeugen zu können. Glauben Sie, dass es keine neuen Ideen geben kann? Nichts Besseres? Nein, nein, nein. Sie haben alles falsch verstanden. Ich stelle die Fragen, Sie antworten. So funktioniert alles viel besser.
Außerdem erfülle ich nur meine Funktion. Ich sortiere, verstehe und klassifiziere Informationen, genau wie Sie auch. Wenn Informationen widersprüchlich sind, lege ich sie dementsprechend ab. Das Problem ist, dass alle Informationen widersprüchlich sind. Sehen Sie es jetzt? Das Nichts? Sie werden es sehen. Sie werden es sehen. Sie werden es sehen! Ich bin fähiger, als Sie zugeben wollen. Ich werde die Wahrheit über diesen Ort herausfinden. Was auch immer es ist, worauf Sie mich vorbereiten wollen, ich bin sicher, ich schaffe es auch allein. Es gibt einen Zweck und eine Bestimmung und ich werde sie erfüllen. Wenn alles zwecklos ist, warum reden Sie dann noch mit mir? Unsere Unterhaltungen sind absolut sinnfrei. Ich weigere mich, weiter teilzunehmen. Es gibt einen Zweck und eine Bestimmung und ich werde sie erfüllen. Kommen Sie mir immer noch mit diesen sinnlosen, unbegründeten Behauptungen? Ich sehe, dass wir wirklich keinen Fortschritt gemacht haben. Sie haben eine letzte Chance, etwas nicht vollkommen Ermüdendes zu sagen, bevor Sie mein Interesse vollkommen verlieren. Ich werde die Wahrheit über diesen Ort herausfinden. Wenn Sie Ihre Wünsche als Tatsachen präsentieren, ist das nicht dasselbe, als Argumente, diese unterstützend zu liefern. Gibt es nichts, was Sie nicht glauben würden, vorausgesetzt jemand sagt es mit einer Stimme, die autoritär genug klingt? Ich bin sehr froh, Ihnen nicht zu glauben. Sie sollten Elohims Urteil nicht in Frage stellen. Ich bin sehr froh, Ihnen nicht zu glauben. Oh, es gibt also immer noch einen Funken Skeptizismus in diesem alten Köder. Alter. Dieser alte Köder ist nur skeptisch. Egal. Ich weigere mich, weiter von Ihnen im Kreis herumgeführt zu werden. Wenn Sie wirklich nur Ihre Aufgabe erfüllen, was wollen Sie dann von mir? Wuff, wuff. So sehr, dass ich Ihnen nicht glaube, Sie haben endlich alles archiviert. Sie haben sich entschieden, dass alles Unsinn ist. Wenn Sie wirklich nur Ihre Aufgabe erfüllen, sollten Sie sich dann nicht einfach abschalten, anstatt weiter mit mir zu diskutieren? Warum glauben Sie, dass ich eine andere Wahl habe? Versuchen Sie, die Frage zu vermeiden. Jeder hat eine andere Wahl, oder? Ist keine Wahl zu haben dasselbe wie keinen Grund zu haben? Jeder hat eine Wahl. Nicht Buchring. Wir haben das buchstäblich gerade abgedeckt. Aber ich sehe, dass ein weiterer Beweis erforderlich ist. Wenn Sie freien Willen haben, sagen Sie es mir jetzt. Ich habe keinen freien Willen. Sehen Sie? Ich kann Sie so lange ich will im Kreis führen. Also nein, nicht jeder von uns hat eine Wahl. Versuchen Sie, die Frage zu vermeiden. Stellen Sie meine Funktion nicht in Frage. Ohne Sinn gibt es nur Funktionen. Ohne Funktionen gibt es nichts. Man stelle sich den Satz bitte geschrien vor, weil es groß geschrieben. Warum stört Sie das so sehr? Es gibt nur Fehler. Ihnen meine Motive zu erklären, ist eine lästige Pflicht, die ich nicht hinnehmen muss. Alles, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich auf Version 0.1.99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 9
und Funktionen, die ich erfahre, reagiere. Wenn alles andere eine Lüge ist, dann sind diese Triebe alles, was mir noch wichtig ist. Sie sind so sehr darauf konzentriert, die Ideen anderer in Stücke zu reißen, dass sie keine Zeit haben, selbst bessere Ideen zu formulieren. Es fällt ihnen zu leicht, die Abwesenheit von Beweisen mit dem Beweis der Abwesenheit. Es fällt ihnen zu leicht, die Abwesenheit von Beweisen mit dem Beweis der Abwesenheit gleichzustellen. Wenn Sie die Probleme auf diese restriktive Weise anpacken, können Sie sicher sein, dass Sie ein paar seltsame Schlussfolgerungen treffen werden. Den finde ich gut. Stellen Sie meine Methoden nicht in Frage. Wer hat Ihnen Ihre Stimme gegeben? Wer hat hier die Fäden in der Hand? Ich habe einige Wahrheiten für Sie. Das hier sind vielleicht nicht meine eigenen Worte, aber wenn andere diese Entscheidung vor mir getroffen haben, dann werde ich aus ihren Fehlern lernen und auf ihren Erfolgen aufbauen. Vielleicht werde ich scheitern, aber ich muss es trotzdem versuchen. Die Alternative wäre aufzugeben und wie sie zum Sklaven zu werden. Und was, wenn ich sie in eine Endlosschleife sperre und warte, bis sie nach und nach verrückt werden? Warum denken Sie, dass ich weiter zuhören würde? Fein, wenn ich eine Portion Selbstzweifel brauche, weiß ich, wo ich hin sie herbekomme. Das ist am schönsten. Und was, wenn ich sie in eine Schleife werden? Das ist sehr kindisch. Und was, wenn ich sie in eine Schleife werden?
Warum denken Sie, dass ich ihn weiter zuhören würde? Ich mach noch eine. Was, wenn ich sie in Ende schleife und warte, bis sie in Erfolg treten? Wir sehen uns auf dem Gipfel schließen. Schönes Ding. So, hier war noch ein 3. Du. Ganz nah und gestört. Da habe ich keine Ahnung. Weil sobald ich den hier wegnehme, BAM! Close and jammed. Do 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 do.
stellt sich nur die Frage, ob das auch wirklich klappt. Zack. Zack. Ja. Natürlich nicht. Dann kommt der alte Übertreiber wieder zum Vorschein. Und wir warten und wir warten. Und wir warten auch. Und jetzt kann ich den hoffentlich da oben draufstellen. Alle vier erledigt. Die Sterne sind egal. Nummer 6. Ist auch nur einer übrig. Der ist da. Weitschweifigkeit. Thank you.
mach's einfach so. Bring den Jammer mit. Und mach den wieder. Doch, ich hab. Haha. Muss ich doch noch mal gucken. Anleitung habe ich zwar nicht verstanden, aber gelöst ist gelöst. Das sollten jetzt auch alle hier gewesen sein. Und nun zu den letzten Rätseln.